Hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu den Highlights der 59. Badminton-Staatsmeisterschaften in Mödling in Niederösterreich. Wir starten gleich mit dem Damenfinale, das ohne Österreichs Nummer 1, Elisabeth Baldauf, über die Bühne geht. Die 25-jährige Vorarlbergerin ist zeitgleich bei einem Weltranglistenturnier in Los Angeles im Einsatz, um weitere wichtige Weltranglistenpunkte für die Olympia-Qualifikation zu sammeln. Jetzt aber volle Konzentration auf die erste Finalpartie. Im Damenendspiel trifft die gehörlose Athletin Katrin Neudold im pinkfarbenen Dress auf die routinierte Spielerin Susanne Schuster. Mit 38 Jahren schafft es die Vorarlbergerin übers K.O.-System ins Finale. Der als Nummer 1 gesetzten Neudold gelingt ein idealer Start. Sie liegt bereits mit 3:0 vorne. Für die Vize-Weltmeisterin bei den Gehörlosen 2015 wäre es der erste Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse. Bemerkenswert, denn Neudold spielt, wie sie es von den Paraturnieren gewohnt ist, ohne Hörgerät. Sie kann die Intensität der Schläge also nur visuell wahrnehmen. 5:1. Neudolds offensive Spielweise mit aggressiven und kraftvollen Schlägen bringt ihr einen immer größer werdenden Vorsprung ein. 2:10. Zur Info, gespielt wird auf 21 Punkte sowie auf 2 gewonnene Sätze. Ein Wort noch zur Olympia-Quali. Die ist weder für Katrin Neudold noch für Susanne Schuster ein Thema. Österreich kann in Rio im Damen- als auch im Herreneinzel jeweils nur einen der insgesamt 36 Startplätze belegen. Wer am Ende der Quali am 30. April besser in der Weltrangliste platziert ist, erhält den Quotenplatz und ist in Rio mit dabei. Hier im Finale deutet alles auf den Satzgewinn von Katrin Neudold hin. Die Studentin der Sportwissenschaften lässt Susanne Schuster vom BC Wiener Neustadt kaum eine Chance. Für die zweifache Mutter ist der Finaleinzug ohnehin schon eine große Überraschung. Wer weiß, vielleicht kann die 38-Jährige im zweiten Satz mit Routine punkten. Elf, das gibt den ersten Satzball für Katrin Neudold. Katrin Neudold holt sich souverän Satz 1. Ihre Kontrahentin Susanne Schuster findet zu Beginn von Satz 2 besser ins Spiel, sorgt für schöne Ballwechsel wie diesen hier. Schuster muss sich nach einer 4:2-Führung dann letzten Endes doch ihrer um 12 Jahre jüngeren Kontrahentin geschlagen geben. Die gehörlose Athletin verwandelt den ersten von 12 Matchbällen. Katrin Neudold freut sich vor heimischem Publikum über ihren ersten Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse. Nein, es war auch voll sehr, sehr schwierig, eigentlich, weil ich die Konzentration durchgehend hochhalten musste. Aber ich habe die Gegnerin sehr gut gekannt, habe gewusst, was ich tun muss und ich habe das zum Glück sehr gut durchziehen können und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es geschafft habe. Was ist der größte Nachteil, den Sie mit Ihrer Behinderung im Badmintonspiel haben? Der größte Nachteil ist eben, dass ich nichts höre am Feld. Also ich muss vor allem visuell sehr, sehr gut schauen, ich muss enorm bereit sein und vor allem zum Beispiel bei Täuschungen habe ich einen gewissen Nachteil oder eben bei den Schlägen kann ich sofort heraus hören, welchen Schlag der Gegner macht. Deswegen muss ich umso genauer schauen,
welchen Schlag die Gegner machen. Ich bin schon überrascht, dass ich es ins Finale geschafft habe. Ich habe es zwar immer gehofft und bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Ja. Die Freude überwiegt schon, aber ein bisschen traurig bin ich, dass das letzte Spiel nicht so gut gelaufen ist und ich dann nicht mehr mein bestes Badminton zeigen habe können. Kein Quotenplatz für mich ist, war von vornherein einfach für mich klar, einfach deshalb, weil der gehörlose Sport so schlecht gefördert wird. Man könnte viel mehr fördern, dann wäre zum Beispiel auch gehörlose Sportler möglich, eben bei Olympischen Spielen auch teilzunehmen. Der gehörlose Sport selber ist nicht bei den Paralympics, die haben eigene Olympische Spiele. Und deswegen es ist mein Ziel, eben bei den Deaflympics etwas zu gewinnen.